Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. In der letzten Folge haben wir die Weltnummer oder Warp Room Nummer 3 abgeschlossen und Entropy den Chaos gemacht. Genau. Da. Und jetzt machen wir uns auf zur vierten Welt, die sehr ägyptisch angelegt ist. Die Wandmalereien. Und wir haben eine neue Technik bekommen. Sehr schön. Muss er gar nicht durchgehen drücken, okay. Damit können wir auch nämlich jetzt fliegen, ein bisschen schweben. Sehr schön. So, wir haben eine brandneue Auswahl von 5 Leveln. Und die erste ist der Swing Sinator und da oben links immer ein bekanntes Gesicht, nämlich Engine. Welcher wahrscheinlich der nächste Boss sein wird. Weißt du wahrscheinlich, ich kenne das Spiel. Ha! Und ihr auch. Ha! Ich werde von niemandem begrüßt und das. Okay, merkwürdig. Das war so. Na gut. Deswegen geht man immer zurückgucken. Die Aquak-Maske, die schwebt ja da schon bedrohlich über die Luft. Frage. Gucken wir mal. Ja, geschafft. Wir haben Aquaco und es kann nicht so schnell irgendwas passieren. Oh Gott. Bist du ein Mann? Ich nehme an, wir sind hier auf dem richtigen Weg zum Edelstein. Keine Ahnung, früher hätte ich nie an so was gedacht als Kind. Wenn ich so darüber musste. Was? Okay, so ein Checkpoint. Wahrscheinlich sind ja gar keine Kisten, ne? Oh Mann. Was, zwei? Gehen wir es mal da lang. Das sieht so aus, als wäre der normale Weg. Also bin ich jetzt da lang gegangen. Oh Mann, jetzt muss ich hier noch mal zurückrennen. Boah, was machst du denn da? Was? Okay. Das ist vielleicht sehr doof gewesen erst hier. Oh, sehr gut. Ungefähr so dahin zu gehen, aber was soll's? Schon irgendwie funktionieren. Ich habe ja sehr schlechte Erinnerungen aus dieser einen dunklen Level vom zweiten Teil. Okay, sehr gut. Also warte jetzt nur für ein paar Leben oder wie? Kann man das öfter machen? Dann würde ich das gerne zum Farmen benutzen. Aber ich habe 51 Leben. Mir kann eigentlich nicht so schnell was passieren. Läuft unverschämt gut. So. Okay, so bekomme ich keinen Schaden. Sehr gut. Verstehe man noch nicht, was das sollte, egal. Was soll's? Wir haben ein paar Leben bekommen. Oh gut. Ich hätte wenigstens mit einem Edelstein so gerechnet. Aber was soll's? Mache dich auf. Oh, das war doof. So sehe ich auch aus, ne? Ist meine Dinger hier kaputt. Zack. Und da schon wieder ein Leben, geil. Ja, ich weiß, ich drücke sehr auf Dreieck. Um zu gucken, wie viele Kisten ich habe, aber bei sowas gucke ich eben sehr oft nach. Da oben sieht so aus, als könnte man lang. Anscheinend nicht. Ja, doch, mit dem blauen Edelstein. Verdammt. Aber ich krieg hier alle. Übrigens, offscreen versucht hier mit Coco hier Relikt zu holen, Platin-Relikt, aber daraus wird, glaube ich, nichts.
Ich hoffe wirklich, die braucht man nicht sammeln, um 100% zu erreichen. Das wäre nämlich sehr doof. Ich hoffe es wirklich nicht. Ich meine, man muss nur die Edelsteine sammeln, aber weiß ich nicht. Ob ich irre. Ah, sehr schön, Bonus. Hoffentlich kriegen wir alle Kisten. Na, jetzt so 20, 30 sind, keine Ahnung. Sieht gut aus, ja. Warte mal hier. Ja, für ein paar Äpfel. Wumperfrüchte soll ich dann riskieren, aber. So, ja. So nicht, Mann. Ja. Boink, boink, boink. Huh. Kann gar nicht so seitwärts rausfallen, okay. Warum wollte ich das ausprobieren? Bin ich eigentlich irre? Lass mich raten, die letzten sind in dem blauen Edelstein. Dingen. Hört sich gut aus von den Kisten. Geh mir aus dem Weg! Weiß nicht, was das bringen soll, aber ich mach das einfach. Vielleicht krieg ich auch ein paar Leben, wenn ich mit jedem Affen Spiel mache. Ja, das sieht gut aus. Warte mal. Da waren noch mehr Nitro-Kisten, glaube ich. Na? Was die für eine Angst haben. Schade. Ihr überlebt. Ja? Ja! Ja! Bam! Sind der eine. Den bekomme ich mit den blauen Edelsteinen. Sehr gut. Ah, schön, wenn etwas funktioniert. So. Also, sobald ich einen Kristall und einen Edelstein bekomme, bin ich zufrieden. Mein Jump'n'Run-Dinger ist sowieso schon gesichert. Nehme ich jetzt mal an. Baum. So, jetzt müsste ich 36% haben, ne? Ja. Jetzt haben wir hier, oh, bye bye Blimps. Mit Coco. Zippasch. Ja, eine Neuerung in dem Spiel. Fluglevel! So, wir haben 11 Kisten. Ich würde sagen, wir machen mal einen. Baller ich. So, baller ich. R1 kann ich auch ballern. Erstmal alle Kisten hier kaputt. Bin auf dem Weg, Mann. Aber vielleicht schaffe ich das. Weiß auf einmal. Kann man so eine Rolle machen? Ich würde gern von den Schüsse in Sicherheit sein. Aber die treffen auch irgendwie nicht gut. Oh nein, das noch nicht. Aha! Wie mache ich so eine Rolle? Hilfe! So, her damit. Ma! Ihr Pisser, hört auf damit. Komm her, komm her. Ich treffe die nicht. Ja, ich muss erstmal alle Kissen kaputt machen, dann kriege ich schon mal den Edelstein, das ist schon mal wichtiger. Bah, könnt ihr euch mal treffen lassen? Danke. War ein Schaden. Ja, hör auf damit, hör auf damit. Mein Gott, sind sie treffsicher. So. Kann ich irgendwie beschleunigen? Ich glaube nicht. Du bist aber auch damit. Wie unfair die Dinger sind, ne?
Ma. Kann der mal tot bleiben? Man hat Kotting so eine Übermacht. So, ja, komm. So, den ganzen Himmel hier gleich gereinigt. So, jetzt noch das hier, komm. So macht man das. Sehr schön. Na, war schon mit der zweiten Level. Aua. Sehr schön. Läuft so schnell mit dem Let's Play hier, habe ich so das Gefühl. Bin schon fast mit der Hälfte durch hier. Also levelmäßig bin ich schon mit der Hälfte durch, aber prozentmäßig nicht. Aber bin Spaß. Und noch eine Koko-Level. Tells No Tales. Und ich... Ja, gestolpert. Hm. Okay. Ist jetzt noch kein... Boss, keine Boss-Mitteilung irgendwie so. Anscheinend nicht. 38%, so. So, warte mal hier direkt. Gar nichts, okay. Entschuldigung, ich wollte ja noch gucken. Nach dieser einen Level hier, nach dieser Special Stage, kann ja nichts Schlimmeres mehr kommen. Das ist nicht möglich. Außerdem ist das hier geradlinig, das ist schon besser. Und das sieht schon fast genauso aus wie die andere Level. Ich glaube sogar der Thumbnail, ja, der Thumbnail von der Level, mehr oder weniger, ist auch gleich. Bewegt er sich nur. So, haben wir hier alles? Ja. Glaub schon. Nein. Kommt an beide vorbei. Jetzt aber. Nur mal hier lang. Okay, der Pfeil sagt auch, ich muss da lang. Was? Ich muss nach rechts. Wie geht das denn? Hier ist doch, glaube ich, irgendwo ein Easter Egg. Oder war halt in der Special Stage da? Ich mal hier gucken. So an den Inseln. Okay. Ich hoffe, ich konnte da nicht stecken bleiben oder so. Oh Mann. Das war knapp. Das ist ein Checkpoint. Genau, Checkpoint gibt es ja auch noch. Ich habe mir schon gedacht, wie soll ich denn das machen? Okay, da lagen. Okay, war wahrscheinlich schon in dieser einen Special Stage. Da konnte man den falschen Crash... Nämlich war auf einer dieser Inseln sehen. Vielleicht gehe ich da noch mal rein und zeigt das. Keine Ahnung. Nein, nicht immer nur eine holen, verdammt. So, jetzt aber, jawohl, der auch. Nein, nein, oh, oh Gott, Hilfe, wie. Das Ding war teuer, Mann. Spuckt er einfach aus. Bäh, pfui. Das ist ja ekelhaft. Nein. Ich dachte, ich würde auf der Rampe noch drauf kommen. So, jetzt aber. Süppasch. Süpp. Nein. Nein. Ah. Na, warte. Warte mal. Also, ich dachte. So, Konzentration. Oh, ich schwimme sogar weg. So. Wie viele Leben sind denn da? Hallöchen. Was? Was? Da will ich hin. Wie kommt man da hin? Wie kommt man denn dahin? Ich hoffe auf der anderen Seite irgendwie. Ma.
Egal, Leben brauche ich nicht. You need to get alive. Nein. Meine Güte, wie hier versteckt sind. Oh, Hilfe, geh weg da. Komischer Pirat-Matrose-Typ. Okay. Wie, die Bombe ist direkt davor. Nein. Ja, ich muss, glaube ich, von hier. Einer dreht sich die Kamera nicht um. Ja, sehr gut. Okay, Checkpoint bitte. Ich hätte mal sehr gern wieder einen Checkpoint. Das wäre richtig toll. Also da an die vorbei. Oh Gott, da war knapp. Ach Mann. Checkpoint. Dingens hier. Wie nennt man das? Ankreuzpoint. Punkt. Deutsch übersetzt, ja. Ich gehe da mitten durch. Ja. Ich lebe die Extrem. Die Extremitäten, was? Das ist sogar kein Wort. Jetzt schon. Nein. Da war ein Leben. Ich weiß schon, wie ich das kriegen soll. Nur will ich es? Natürlich will ich es. Nur habe ich Bock. Strapazen auf mich zu nehmen? Ja. Nein! Jetzt ist es mir egal. Boah, schon 4-5 Leben irgendwie ihr verpasst. Ich konnte nur an die vorbei. Oh Mann. Den kriege ich. Den auch. Den nicht! Doch. Hilfe. Der kriegt mich doch nicht, oder? Doch, das war knapp. Oh, da ist der Kristall. Bams. Wir sind noch nicht in der Nähe des Exits. Da, da ist noch ein Checkpoint, da ist, da geht noch ein bisschen weiter, okay. Yay. Und der Pfeil, der weiß auch nicht, wo lang anscheinend. Oh Mann. Das war doof. Komm ich da nochmal zurück? Plocks. Nein. Hi, na? Ah! So, war hier noch was? Oh Mann. In einer Kiste! Ey. So eine Bombe und da muss ich reinfahren. Aber jetzt aber. Hüpp! Und hüpp daneben! Geil! Oh, ich komme sogar noch vorbei. Leck mich! Antiklimatik. Aber geschafft. Jetzt hier. So! Nein, nicht bewegen. Nein, geh weg. Ja, komm schon. Noch 5. Ja, ich habe wohl irgendwie kriegen. Ja, leck mich. Ich habe 5 verpasst. Nein. Ah, wo? Ja, was soll's hier? Wo habe ich denn 5 verpasst, Mann? Kein Edelstein. Egal, wir sind schon mit der Hälfte der Welt durch. Sehr schön. Na gut, dann würde ich sagen, den Part beende ich hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. Wow, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.